10 Minuten ist super. Also 10 und 5 und dann Ende. Mhm, danke. Hab ich noch. Hast du die Möglichkeit, dass das über... Ah, ja, können wir dann machen. Mhm, gut. So, herzlich willkommen zu den Linux-Tagen 2015. Heuer sind wir schon das 13. Mal. Wir möchten uns zuerst natürlich bei unseren Sponsoren bedanken, die dieses Event ermöglichen. Ohne deren finanzielle Mithilfe wäre das nicht möglich. Trotz unserer natürlich ehrenamtlichen Tätigkeit ist das ohne finanzielle Mittel nicht auf die Füße zu stellen. Ihr habt alle eine Besuchertasche bekommen, da sind Goodies drinnen wie Blöcke und Kugelschreiber zum Mitschreiben. Wir möchten euch bitten, wenn ihr Feedback habt, nehmt einen dieser Zettel, schreibt euer Feedback drauf und gebt ihr beim Infodesk ab. Solltet ihr in den diversen sozialen Medien unterwegs sein, der offizielle Hashtag ist GLT15. Außerdem haben wir natürlich eine Android-App, auf der ihr euren Terminplan planen könnt. Ihr könnt die Vorträge favorisieren und dann habt ihr eine Liste und werdet erinnert, wann der Vortrag ist, damit ihr den nicht verpasst. Ansonsten haben wir natürlich noch die analoge Version in den Infotaschen in Form eines Programmhefts. Die heurige Keynote wird gehalten von Andreas Krisch, bekannt durch seine Tätigkeit in AK Vorrat und EDRI. Und damit möchte ich schon übergeben. Bitte heißt ihn mit einem herzlichen Applaus willkommen. Ja, herzlichen Dank und schönen guten Morgen von meiner Seite. Ganz kurz vielleicht zum Einstieg für alle, die es, was eigentlich völlig undenkbar ist, aber vielleicht doch noch nicht wissen. AK Vorrat und EDRI sind zwei Organisationen. EDRI ist European Digital Rights, das ist der Dachverband von derzeit 32 Datenschutz- und Menschenrechtsorganisationen aus 19 europäischen Ländern mit Sitz in Brüssel. Den habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit für Viber.at, den Verein für Internetbenutzer Österreichs, im Jahr 2002 mitgegründet und bin jetzt seit 10 Jahren oder so Präsident der Organisation. Wir kümmern uns darum, die digitalen Rechte, unsere digitalen Rechte gegenüber den europäischen Institutionen zu vertreten und die Mitgliedsorganisationen eben in Brüssel zu vertreten und dort mit dem Europäischen Parlament, mit der Europäischen Kommission, den Rat und den anderen Institutionen zu arbeiten und praktisch unseren Input dort in die politische Diskussion einzubringen. Mitglieder von EDRI in Österreich sind der Verein Quintessenz, der Verein Viber.at, Verein für Internetnutzer Österreichs und die Initiative für Netzfreiheit und insgesamt, wie gesagt, 32 Organisationen quer aus ganz Europa. Der AK Vorrat ist in Österreich, denke ich, besser bekannt als EDRI. Wir haben als übergreifende Plattform über die drei österreichischen Organisationen und jede Menge Freiwillige, die mitgearbeitet haben, in Österreich gegen die Vorratsdatenspeicherung gekämpft und zwar erfolgreich. Wir haben es geschafft, sie nicht nur in Österreich wieder abgeschafft zu kriegen, sondern haben bei der Gelegenheit auch noch einen Umweg über Luxemburg gemacht und dort beim EuGH erreicht, dass die ganze Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung aufgehoben worden ist, nämlich wegen Grundrechtswidrigkeit. Und das ist etwas, was erstmals in Europa passiert ist. Bisher hat es noch keinen einzigen Fall gegeben, wo eine Richtlinie als Gesamtes aufgehoben worden ist, sondern immer nur Teile daraus. Insofern also auch ganz schöne Erfolge und ich denke, es zeigt auch ganz gut, dass die Einzelne auch konkret was tun kann, wenn sie Dinge in die falsche Richtung
Richtung entwickeln. Und ja, Dinge, die sich in die falsche Richtung entwickeln, ist auch schon das Thema meines Vortrags heute, nämlich einerseits die globale Überwachung und was Free- und Open-Source-Software dagegen tun kann. Vielleicht nur als organisatorischer Punkt, ich neige dazu, recht schnell zu reden. Wenn ich jemandem zu schnell bin, bitte einfach schreien, mit irgendetwas nach mir werfen. Beim Werfen eignen sich am besten fabriksneue Lenovo Notebooks, also das ist bei Aufmerksamkeit sofort gegeben. Ich bin ganz gut empfangen, also ohne Falschen ist schon in Ordnung. Und wenn es original verpackt sind, dann ist der Schaumstoffteile rundherum, das geht dann schon. Ja, ich habe versprochen in der Vortragsankündigung, dass ich was darüber erzählen werde, welche Gesetzmäßigkeiten es gibt bei der Geheimdienstüberwachung, also was da so die wesentlichen Dinge sind, die sie immer wieder wiederholen und was halt so die Kernmuster von dieser Überwachungstätigkeit sind. Und ich habe mich bemüht, das Ganze in zwei Worten und einem Satzzeichen zusammenzufassen und bin zu dem Ergebnis gekommen, man nimmt nämlich einfach schlicht und ergreifend alles, was man kriegen kann. Das ist so der Kern der ganzen Tätigkeit, was immer über irgendeine zugängliche Leitung geht, über irgendeinen zugänglichen Knoten geht oder sonst irgendwie verfügbar ist, wird einmal genommen, auf die Seite kopiert und dann analysiert. Das ist einmal der Kern der ganzen Aktivität und man schaut halt dann in dem ganzen Datenmüll, den man da eben bekommen kann, was man dann daraus machen kann. Wer tut das? Das tut einerseits diese Organisation in diesem schönen Glaskasten, das ist das Hauptquartier der National Security Agency in Fort Meade. Da gibt es auf Wikipedia auch Fotos, wie das in den 60er Jahren ausgesehen hat, das ist ganz interessant. Da gibt es dann nämlich nur diesen seitlichen Block und dieser schöne Glaskasten, den hat man sich dann später noch dazu verdient im Rahmen der Ausweitung der Tätigkeiten. Also auch wirtschaftlich schönes Ergebnis des Erfolgs der NSA, dass man jetzt so im großen Protzbau sitzt und nicht mehr in diesem Betonkasten, der da noch daneben steht. Was man auch sieht, ist, dass die Verkehrs- und Automobilindustrie der USA ganz gut von der NSA profitiert. Schöne Ausstellung diverser Fahrzeugtypen rundherum. Und was diese Organisation jetzt tut, ist eben Daten einsammeln, was nur irgendwie geht. Da geht es um die Telefonverbindungsdaten von US-Amerikanern, die im großen Stil eingesammelt wurden. Da geht es um unsere Internetverbindungsdaten, da geht es darum, was wir auf Facebook, auf Twitter oder in sonstigen sozialen Medien tun. Da geht es darum, den Mailverkehr von Gmail abzuhören, Zugang zu unseren Accounts zu bekommen, etc. etc. Also im Wesentlichen so wirklich alles, was man kriegen kann. Das ist eine recht große Aufgabe in der Datenverarbeitung natürlich. Man baut da in Utah ein großes Datenzentrum, wo man noch ein paar Schwierigkeiten mit der Elektrizität hat, weil das Ganze schon etwas trickreich wird. Und investiert gigantische Summen einfach darin, auf Knopfdruck wissen zu können, was jeder von uns mit wem kommuniziert. Das geht so weit, dass man eben sich auch informieren lassen kann, wenn jetzt ein bestimmter Nutzer auf Facebook einsteigt und dort irgendwas tut, da poppt dann irgendein Fenster auf, Max Müller hat gerade das und das gepostet und ähnliche Dinge. Bitte. Da geht es um die komplette Abhörung unserer Telefonieverbindungen, der Gesprächsinhalte. Es gibt nämlich 6 Länder auf der ganzen Welt, wo die Geheimdienste, also die Five Eyes, das ist nicht nur die NSA, sondern auch 4 andere dabei, den kompletten Telefonieverkehr kopieren, nämlich die Inhalte und aufbewahren und analysieren. Da hat es das Gerücht gegeben, dass Österreich eines dieser 6 Länder wäre. Von den Informationen, die derzeit verfügbar sind, kann man anhand der Beschreibungen der Länder, die Namen sind nicht alle bekannt, ausschließen, dass Österreich dabei ist. Also es gibt ganz bestimmte NSA-Aktivitäten in Österreich, ich glaube davon kann man fix ausgehen, aber es dürfte nicht einer der 6 Fälle sein, wo eben die komplette Telefonie abgegriffen wird. Bitte. Da bin ich überfragt, da weiß ich nichts dazu leider. Mhm.
Ja, das ist die NSA und Architektur ist ein ganz wichtiges Ding für Geheimdienste offensichtlich. Dieses schöne Gebäude ist das Hauptquartier des Government Communications Headquarter im Vereinigten Königreich. Man sieht auch dort die Autoindustrie ein bestimmender Faktor der Aktivitäten und herum eine schöne Autoausstellung, damit man sich aussuchen kann, womit man gerne fahren möchte. Was aber heißt, die haben alle einen schlechten U-Bahn-Anschluss. Also das ist vielleicht noch optimierungsbedürftig. Öffentlicher Verkehr ist da kein großes Thema. Was die machen, ist auch ganz interessant. Also die spielen in diesem Five-Eyes-Spiel ganz fleißig mit und beschäftigen sich damit, ihre geografische Position auch einigermaßen auszunutzen. Es ist nämlich so, dass sehr viele von diesen Unterseekabeln, die Europa mit den USA verbinden, aber auch mit Afrika und anderen Weltgegenden, über Großbritannien laufen. Die gehen dort unter Wasser bzw. kommen dort an Land und da ist der ideale Punkt, wo man mal seinen Stecker reinstecken kann und mithören kann, was da so alles über die Leitung geht und sich das einmal auf die Seite legen kann. Ein wesentlicher Teil bei dieser Überwachungstätigkeit ist auch die Tatsache, zumindest wird das so in den NSA-Folien erklärt, dass der Datenverkehr nicht die kürzeste Route nimmt natürlich, sondern diejenige, die billigste ist. Und damit erreicht man das, oder damit kommt es dazu, dass der Weg über USA, Großbritannien sehr oft der Weg ist, den Datenpakete nehmen. Und man muss davon ausgehen, dass wenn wir einander jetzt E-Mails schreiben, dass die Kommunikation auch über die USA und Großbritannien irgendwie drüber geht und damit auch in diesem Überwachungsnetz landet, wenn wir uns überhaupt nicht in diesen Ländern befinden. Das heißt, die Preisgestaltung in den Übertragungsnetzen ist ganz ein wesentlicher Punkt für die Geheimdienste, weil es dafür sorgt, dass sie überhaupt zu den Daten kommen und dann für einen leichteren Zugang haben. Es sind aber nicht nur die Five Eyes, die da tätig sind, sondern auch Organisationen, denen zum Beispiel dieses Gebäude da gehört. Das ist Bad Aibling in Bayern, gehört dem Bundesnachrichtendienst in Deutschland. Da ist es so, dass diese Abhörzentrale von der NSA übernommen haben, die hat früher den Amerikanern gehört, ist dann an die Deutschen übergeben worden. Und Deutschland ist jetzt momentan so der heiße Ort, wo man was über Überwachung lernen kann, was dort den Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag gibt. Und die finden so zitzelweise heraus, was in Deutschland da so abgeht mit der Überwachung. Da ist man erst diese Woche draufgekommen, dass der BND der NSA dabei hilft, Europa zu überwachen. Vielleicht nicht einmal absichtlich, sondern die kriegen halt so eine Reihe von Suchbegriffen von der NSA geliefert, geben das in ihre Systeme ein und das braucht filtern, Ergebnisse an die NSA zurückliefern. Und überwachen damit europäische Rüstungsfirmen wie Eurocopter, wie EADS, glaube ich, war dabei, aber auch die französische Regierung und andere. Also durchaus interessantes Spiel, das da gespielt wird und möglicherweise auch ohne, dass man es selber weiß, wenn man einfach automatisiert hat, dass man da in dieser Überwachungszusammenarbeit eben kooperiert. Aber auch wenn wir noch näher geografisch nach Österreich kommen, nämlich direkt ins schöne Niederösterreich, da findet man diese Anlage. Es ist, steht im Eigentum des österreichischen Bundesheeres. Ist nicht so, dass das jetzt der ganze Fernsehempfang für alle Unteroffiziersmessen und Offizierscasinos da drinnen abgewickelt wird, sondern ich denke, man muss davon ausgehen, dass es auch da um Kommunikationsüberwachung geht. Und zwar gibt es da auf FM4 den Erich Möchel, der sich sehr stark mit diesen Themen beschäftigt. Und der hat eben recherchiert, dass es sich dabei wahrscheinlich um eine Überwachung des arabischen Raums handelt, nämlich um Satellitenkommunikation für den amerikanischen Raum und sich unter dem Gelände auch ein großes Datenzentrum befindet, in dem all diese Auswertungen dann stattfinden. Das heißt, man kann also sagen, es ist Geheimdienstüberwachung jetzt nichts, was man rein in die USA verlagern kann oder dort eben ansiedeln kann als Tätigkeit, sondern durchaus was in ganz Europa und man muss davon ausgehen, in der ganzen Welt passiert und natürlich auch in Österreich passiert. Und jetzt muss man damit irgendwie umgehen. Also es ist ganz offensichtlich so, dass unsere gesamte Kommunikation von irgendjemandem analysiert wird und man eigentlich nicht weiß, ob man jetzt da in irgendeine nähere Analyse hineinkommt oder nicht. Das ist einmal so die Ausgangssituation. Wenn wir uns das noch einmal am Beispiel von Tempora anschauen, nämlich dem, was das GCHQ in Großbritannien macht,
dann wird dort im Rahmen von diesem Programm an 200 Glasfaserkabelsträngen, die dort an Land gehen bzw. Großbritannien verlassen, gelauscht. Und zwar kann man dort an 46 davon gleichzeitig lauschen. Und man nimmt einmal die Inhaltsdaten, also wirklich den ganzen Inhalt des E-Mails, der Webseite, die aufgerufen ist, oder der sonstigen Sprachkommunikationsverbindung oder was auch immer, und speichert das einmal für 3 Tage auf die Seite. Um das analysieren zu können, sie anzuschauen zu können, ist da irgendwas Interessantes dabei, was wir haben wollen. Und nach 3 Tagen sagt man aus Platzgründen, okay, weg mit den Inhalten, die sind verzichtbar, und man behält die Metadaten für 30 Tage insgesamt. Metadaten heißt, wer hat wann mit wem von wo aus kommuniziert. Das kommt vielleicht dem einen oder anderen schon ein bisschen bekannt vor, ist nämlich mehr oder weniger das Gleiche, was die Vorratsdatenspeicherung tut, nämlich festzustellen, wer wann mit wem, in welcher Art und Weise und mit welchem Kommunikationsmittel kommuniziert hat. Und ausgewertet wird das Ganze von GCHQ mit 300 und von der NSA mit zusätzlich 250 Mitarbeitern. Das heißt, es sind rein für dieses Programm, sagen wir locker 250 Mitarbeiter beschäftigt, sie anzuschauen, welche Webseiten wir absurfen, wem wir E-Mails schreiben, mit wem wir chatten, etc. etc. Die konkreten Zahlen sind aus den Snowden-Akten und das konkret eben aus der Tempora-Enthüllung von vor 2 Jahren circa. Oder vor einem Jahr circa. Ja, und das Ganze ist Stand Mai 2012, das heißt auch die Technik der Geheimdienste und deren Finanzausstattung bleibt nicht stehen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt Moore's Law anwenden kann auf diese Aktivitäten, aber natürlich spielt die Weiterentwicklung der Technik da eine wesentliche Rolle, und man muss davon ausgehen, dass die Zahlen schon sich deutlich verändert haben, und zwar in die Richtung, dass mehr Überwachung stattfindet. So, Metadaten. Was heißt das jetzt konkret? Das heißt konkret, dass wirklich jede Kommunikationsform in dem Zusammenhang überwacht wird. Und wenn ich sage jede Kommunikationsform, dann meine ich dort nicht auch die Briefpost. Es ist im Rahmen der Snowden-Enthüllungen auch aufgedeckt worden, dass die USA jedes Poststück, das in den USA versandt wird, erfassen und auswerten, nämlich Empfänger, Absender, und zwar seit den Antragsbriefen, die damals im Zusammenhang mit 9/11 verschickt worden sind. Da ist man dazu übergegangen, das alles zu fotografieren, zu scannen und auszuwerten, wer wem Postsendungen schickt. Im Zuge von dieser Enthüllung von Snowden ist es auch in Deutschland bekannt geworden, dass die Deutsche Post auch jedes Poststück erfasst automatisch und eben für interne Postzwecke sozusagen, um da die Verteilzentren optimieren zu können und die Logistik optimieren zu können, das ebenfalls erfasst. Ob mit den Daten dann auch sie die Geheimdienste noch spielen können, ist nicht bekannt, aber jedenfalls auch der Briefverkehr, von dem man annehmen würde, naja, super analog, da muss man sich nicht viel drum kümmern oder Sorgen machen, auch der ist Teil von diesen Programmen und da selbstverständlich mit drinnen. Aber es geht nicht nur um jede Kommunikationsform, es geht auch um unsere geografischen Bewegungen. Es wird gerade in der Europäischen Union sehr stark darüber verhandelt, wie man mit den Flugpassagierdaten, den sogenannten BNR-Daten, umgehen soll. Da gibt es Abkommen mit den USA. Es soll Abkommen mit Kanada geschlossen werden. Das ist allerdings jetzt vom Europäischen Parlament an den Europäischen Gerichtshof verwiesen worden zur Prüfung, ob das überhaupt grundrechtsmäßig möglich ist. Und es sollen noch weitere Abkommen geschlossen werden, dass eben unsere Flugpassagierdaten an andere Staaten weitergegeben werden, aber auch, dass Europa selbst ein solches Überwachungsprogramm startet, wo man dann eben nicht nur feststellen kann, wer wohin auf Urlaub fliegt, sondern auch, wer welches Mietauto mietet, das ist nämlich ebenso Bestandteil von diesen Daten, und wer mit wem ins Bett geht. Weil nämlich auch die Hotelbuchungen und welche 2 Personen gemeinsam ein Hotelzimmer buchen und benutzen, ebenfalls in diesen Daten enthalten ist. Bitte.
Die Daten sind US-amerikanische Kreditkartenunternehmen, die diese Daten verarbeiten. Ich denke, man muss davon ausgehen, dass es auch da starkes Interesse daran gibt, natürlich herauszufinden, mit wem Finanztransaktionen abwickelt. Es ist übrigens auch als nette Anekdote aus den Snowden-Enthüllungen, aus dem Bericht der Expertengruppe des Weißen Hauses zu den Snowden-Enthüllungen. Da steht drinnen, dass es Geheimdienste eher unterlassen sollten, Finanzmanipulationen vorzunehmen und Kontostände bei Banken zu verändern und so weiter. Das würde nämlich irgendwie einerseits nicht gehören und andererseits könnte es die Finanzmärkte ein bisschen in Unruhe bringen. Ja. Genau, und der dritte, und man könnte die Liste endlos fortsetzen, aber der dritte Punkt, wo wir uns gerade hinentwickeln in puncto Metadaten, ist natürlich der Energieverbrauch mit Smart Metering. Das ist die nächste große Geschichte, wo es dann darum geht, sich anzuschauen, was machen die Leute zu Hause. Man kann dort relativ gut herausrechnen, welche Geräte wann in Betrieb sind, ob man gerade Warmwasser zubereitet, ob man in der Küche gerade die Mikrowelle eingeschalten hat, etc. etc. Also da jede Menge Möglichkeit, auch Überwachung dran zu hängen. Die Frage ist jetzt, und ich habe versprochen, ich werde mich auch damit beschäftigen, was wir so mit Technik tun können, um dem was entgegenzusetzen. Was können wir tun? Inhalte verschlüsseln? Ja, sicher. Nämlich im doppeldeutigen Sinne sicher. Klar sollte man das machen, erstens. Und zweitens, wir sollten es auf Art und Weise machen, die ja tatsächlich den Schutzzweck erfüllt. Da haben wir nämlich das Problem, dass man relativ wenig darüber weiß, welche Verschlüsselungstechnologien wirklich vertrauenswürdig sind. Es ist bekannt aus den Snowden-Enthüllungen, dass die NSA auch Verschlüsselungsstandards beeinflusst hat zu ihren Gunsten, dass sie Zufallszahlengeneratoren mit beeinflusst haben, dass sie kommerzielle Anbieter von Verschlüsselungstechnologien dafür bezahlt haben, Hintertüren bzw. schwache Algorithmen zu verwenden oder einzubauen. Das heißt, wir müssen auch Wege finden, wie wir zuverlässig herausfinden und sicherstellen können, dass die Verschlüsselungstechnologien, die wir einsetzen, auch wirklich das leisten können, was sie uns versprechen und was wir von ihnen erwarten. Das heißt, da müssen wir daran arbeiten, wirklich auch organisatorische Strukturen aufzubauen und zu fixieren und zu festigen, die eben auch diese Kontrolle dieser Algorithmen leisten können. Was können wir sonst noch machen? Ich glaube, der ganz, ganz wesentliche Punkt vom Zugang her ist, wir müssen Technik gestalten. Es muss unser Anspruch sein, wir gestalten, wie unsere Technik, wie unsere Infrastruktur ausschaut und da wirklich Dinge einfach neu denken und uns überlegen, wie kann man dort Überwachung rauskriegen. Wie können wir Metadaten vermeiden? Können wir Kommunikationstechnologien schaffen, die Metadaten weitestgehend reduzieren und da praktisch die Analysemöglichkeit schon von Haus aus schwieriger machen. Warum sind Metadaten so interessant? Weil sie super einfach auswertbar sind. Ich muss niemanden Sprachkundigen hinsetzen, um jetzt die, keine Ahnung, slowakische Kommunikationsinhalte analysieren zu können, sondern mit Metadaten kann ich völlig automatisiert, ohne dass ich irgendeine Ahnung habe, was der Inhalt bedeutet, herausfinden, wer mit wem in Kommunikationsbeziehungen steht und wie die Netzwerke, die sozialen Netzwerke ausschauen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt in der Geheimdiensttätigkeit. Und wenn man den Punkt knacken kann und sagen kann, okay, wir vermeiden das so gut es geht, wir schaffen Systeme, wo das von Haus aus möglichst minimal oder gar nicht drinnen ist, dann wird mit der Überwachung auch schwierig. Weil es nämlich ungleich schwieriger ist, auch für Gesetzgeber zu sagen, es muss sowas in der Technik drinnen sein. Zu sagen, das ist sowieso da wollen wir jetzt für unsere Zwecke als Geheimdienst oder Strafverfolger auch darauf zugreifen, ist viel einfacher als zu sagen, ihr müsst Technologie so bauen, dass das da drinnen ist. Das ist im Bereich der Telefonie ist es so, dass das drinnen sein muss, in Teilen der IT-Kommunikation auch, aber man kann das auch durchbrechen, indem man einfach anfängt, Technik anders zu gestalten. Und wir brauchen bitte dringend einfache Lösungen. Das muss für jeden, ohne dass er irgendeine Ahnung hat, wie das funktioniert, nutzbar sein. Das, am besten merkt man es gar nicht, dass das sicher ist. Das ist einfach von Haus aus sicher, man verwendet das und man muss sich nicht darum kümmern. Das ist die allerschönste Lösung. Usability ist ein ganz wesentlicher Punkt in der ganzen Sache. Und Privacy.
Wir reden seit, ich weiß nicht, gefühlten Jahrhunderten darüber, dass wir Privacy by Design und Privacy by Default brauchen. Da gibt es auch entsprechende Gesetzgebungsverfahren jetzt auf europäischer Ebene, die ein bisschen verfahren sind. Aber der wesentliche Punkt ist, es muss von Haus aus mitgedacht sein. Programme und Infrastrukturen müssen so funktionieren, dass sie, wenn ich dort einmal das erste Mal reingehe, sind sie datenschutzfreundlich. Wenn es dann noch Zusatzfunktionen gibt, die datenschutzfreundlich halt nicht möglich sind, dann kann ich es eben nachträglich freischalten und kann sagen, ja, okay, mit der Datenverarbeitung bin ich einverstanden, das mache ich nur zusätzlich. Also praktisch genau das Gegenteil von dem, was Facebook und Co. machen, die einmal alles aufdrehen und einen dazu zwingen, dann selektiv Funktionen wegzutun und einzuschränken. Dort müssen wir hin und warum müssen wir dorthin? Weil das auch ein wesentlicher Wirtschaftsvorteil sein kann. Warum kann es das sein? Wenn wir in Europa jetzt mit der Datenschutzreform, die auf EU-Ebene verhandelt wird, es schaffen, Datenschutz als wesentlichen Punkt verankert zu kriegen, mit hohen Strafdrohungen, da redet man im Moment von 100 Millionen Euro oder 5% vom Jahreskonzernumsatz als Strafdrohung bei Datenschutzverletzungen, dann ändert sich der komplette Markt, nämlich auch für US-amerikanische Unternehmen. Und dann sind wir plötzlich in der Situation, dass wir erstens die Expertise haben, wie datenschutzfreundliche Technik gemacht werden kann. Wir wissen, was Datenschutz überhaupt ist, weil wir haben es dann quasi etabliert und sitzen an der Definitionsmacht dafür. Und genau diese Information bringt uns einen technischen Vorteil, weil wir die Ersten sein können, die in diese Richtung entwickeln. Und sie bietet uns die Möglichkeit, dieses Wissen zu exportieren, weil natürlich dann auch Unternehmen aus Drittstaaten, wie zum Beispiel den USA, nicht 5 Varianten ihrer Software und sonstigen Services anbieten werden, sondern genau eine Variante, weil das die günstigste Möglichkeit ist, wie man sowas macht. Und das heißt, sie werden ihre Dinge datenschutzfreundlich bauen anfangen. Und dafür brauchen sie Know-how aus Europa dann. Und das ist der wesentliche Punkt, wo wir dorthin kommen müssen. Und deshalb bin ich der Meinung, das ist einer der wesentlichsten Fehler, die die Wirtschaftspolitik und auch die Wirtschaftsvertreter insgesamt derzeit machen, Datenschutz nicht als Markt zu begreifen. Das ist ein Riesenmarkt. Es gibt eine Riesennachfrage in der Bevölkerung nach Datenschutz. Und es bietet eben die Möglichkeit, auch strategisch sozusagen die eigene Position deutlich zu verbessern. Weil als Rat, ich sage immer wieder, kauft datenschutzfreundliche Produkte, wenn ihr was verändern wollt, wenn ihr wollt, dass die am Markt erfolgreich sind. Die Frage ist dann immer, ja, aber bitte vor wem denn? Wo sind die Anbieter, die massentauglich datenschutzfreundliche Produkte anbieten? Genau die brauchen wir, dort müssen wir hin, das ist die Richtung. Was kann die Politik machen? Die kann überwachen, aufklären und eindämmen, da gibt es nur sehr viel zu tun. Sie ist nämlich deswegen sehr viel zu tun, weil es total schwierig ist, Geheimdienste zu kontrollieren. Ich bin in den letzten 2 Jahren sehr viel in Diskussionen mit Forschern, Politikern, aber auch Geheimdienstvertretern und was dort immer wieder von den Geheimdiensten kommt, ist: Es ist gar nicht möglich, unsere Aufgaben zu definieren und abzugrenzen. Man kann nicht sagen, das sind die Dinge, die wir tun dürfen und tun sollen und das sind die, die wir nicht tun können, weil das ist alles so dynamisch und so allumfassend, dass man das gar nicht abgrenzen kann. Nur genau dort fängt das Problem an. Das ist nämlich der Punkt, wenn ich nicht die Aufgabe definieren kann und sagen kann, das gehört zur Aufgabe und das gehört nicht zur Aufgabe, dann kann ich auch nicht die Kontrolle definieren. Wie soll ich kontrollieren, ob sich der innerhalb seiner Grenzen bewegt, wenn ich das Grenzen gar nie festgelegt habe? Und da fängt es an und da nutzt nur die beste parlamentarische Kontrolle nichts, wenn ich da nicht die Grenzen der Zulässigkeit irgendwo definiert habe und sagen kann, liebe Leute, da ist der Punkt, wo es zu weit geht. Was auch wichtig ist, dass die Politik endlich tut, die Verhandlungen zur Datenschutzreform auf EU-Ebene laufen seit Jänner 2012. Da müssen wir bitte endlich zu einem guten Ergebnis kommen. Es ist eine wirklich harte Verhandlung mit sehr viel Lobby-Einfluss, aber irgendwann muss man trotzdem zu einem Punkt kommen, wo man sagt, okay, da ist jetzt einmal eine Entscheidung.
Es sind die Drittstaaten einerseits. Wir haben als EDRI herausgefunden, dass die US-Regierung die Datenschutzreform schon beeinflusst hat, bevor die Kommission 2012 die Unterlagen überhaupt veröffentlicht hat. Also noch im Entwurfsstadium in der Kommission sind die USA schon hergegangen und haben Einfluss genommen. Und das andere war jede Menge Wirtschaftsdruck natürlich, also ganz gewaltig. Als dritter Punkt, als dritten Punkt wäre es ganz wichtig aus meiner Sicht, sowas wie beschlagnahmefeste Daten zu schaffen. Das haben die Deutschen zum Beispiel bei Mauttransaktionsdaten. Da darf nicht einmal der Staatsanwalt draufgreifen. Der kriegt sie einfach nicht. Steht im Gesetz, das ist nur für Mautzwecke und sonst nichts. Noch nicht, es wird natürlich verhandelt, aber ich glaube, dass man gerade im Zusammenhang mit Smart Metering zum Beispiel darüber sehr ernsthaft nachdenken sollte. Und was können wir alle machen, das mache ich jetzt sehr kurz, verzweifeln und sagen, wir können eh nichts tun, ist natürlich der falsche Weg, wir können hergehen und unsere Rechte nutzen, genauso wie die 11.139, die mit uns gemeinsam gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt haben. Und wir können die Zivilgesellschaft stärken, indem wir zum Beispiel den Organisationen den ein oder anderen Euro zukommen lassen, dass sie ihre Arbeit machen können. Und damit komme ich noch zu einer Veranstaltungsankündigung: Der Datennetz- und Politikkongress, den ich seit ein paar Jahren in Wien organisiere, jedes Jahr, findet heuer am 2. und 3. Oktober statt. Nähere Details wird es dann auf der Forum Datenschutz-Webseite geben. Und damit sage ich jetzt erst einmal Danke für die Aufmerksamkeit und eine Frage habe ich jetzt übergangen, glaube ich. Man ist nicht. Genau. Mit den datenschutzfreundlichen Programmen ist es ein bisschen schwierig, weil es eben kaum Anbieter gibt. Es gibt Entwicklungen bei der Mobiltelefonie zum Beispiel. Blackphone zum Beispiel ist ein Hersteller, der abhörsichere Mobiltelefone anbietet und Software dazu, um sichere Kommunikation zu ermöglichen. Es gibt Streamer zum Beispiel als Chat-Applikation und Alternative zu WhatsApp. Aber man muss sich eben bei diesen Dingen sehr genau überlegen, wovor möchte ich mich schützen. Es gibt nicht die eine Anwendung, wo ich sagen kann, so und wenn ich jetzt das nutze, dann bin ich sicher vor allem, sondern man muss sich bei diesen Dingen leider noch immer sehr gut überlegen, was ist die Bedrohung, vor der ich mich schützen möchte. Ist es jetzt rein die Kommunikation in einer Chat-Situation? Ist es der Zugriff auf meine Daten, die zum Beispiel bei einem Cloud-Dienst liegen, etc. etc. Insofern kann man keine umfassende Antwort geben, es ist genau dieses oder so, sondern man muss es wirklich von Anwendungsfall zu Anwendungsfall anschauen. Es gibt abgegrenzte Anwendungsgebiete, wo man eben entsprechende Tools einsetzen kann, aber man muss es für jedes Anwendungsgebiet eben konkret anschauen. Weitere Fragen? Keine Fragen, wunderbar, dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag heute bei den Linux-Tagen. Dankeschön.